Dieser Mensch kam zu einer Kundgebung von mir und fing an, die Kundgebung massiv zu stören. Punkt Nummer eins. Okay? Dann habe ich ihn nach vorne kommen lassen, damit er endlich seinen Schnabel hält, weil er da am Rumschreien war. Dann habe ich ihm die Chance gegeben, seine Religion vernünftig zu verteidigen. Dann ist er in die Falle gelaufen. Und man braucht nicht dann jemanden, der Kuffer verbreiten will. Hier geht es nicht darum, jemand will über seine Meinung reden. Hier geht es darum, dass jemand Menschen in die Hölle bringen will. Okay? So, ist auf die Schnauze gefallen. So, wenn ich ihn jetzt noch reden lasse, weißt du, was danach passieren wird? Bei jeder Kundgebung, die ich mache, bei jedem Vortrag, kommt irgendein Irrer an und fängt an, die Kundgebung zu stören, weil er weiß, er kann danach seine Predigt halten. Und ich weiß genau, was er danach erzählen will. Er will danach nicht seinen Punkt erklären. Ich kenne diese Leute. Er will dann dort stehen, das Mikrofon in der Hand haben und sagen, Jesus ist für eure Sünden gestorben, ihr müsst es, ich habe es gespürt. Er will seine Predigt halten. Ich lasse ihn nicht bei mir seine Prediger. Lassen die mich eine Predigt halten bei sich in der Kirche? Nee.